Unser Modellathlet Johannes hat einen ganz besonderen Fan. Dadurch, dass meine Mutter alleinerziehend war, habe ich schon immer viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht. Arme hoch, hochhalten. Ich muss dazu sagen, dass mein Großvater im Rollstuhl gesessen hat. Ich habe damals Schwimmtraining gehabt. Da saß er stundenlang draußen vor der Glasscheibe, weil er nicht rein konnte, weil dort Treppen waren. Und von draußen zum Beispiel zugeguckt, wie dann sein Enkel dort geschwommen ist. Johannes möchte seinen Großvater durch seine sportlichen Erfolge stolz machen. Das hat natürlich mich gefreut, dass ich dort den ersten Platz gemacht habe, aber ihn dann umso mehr. Wenig später ist er dann auch leider verstorben. Es ging weiter. Ich habe weiter Sport gemacht. So konzentriert sich der 30-jährige Rostocker auf einen ganz neuen Sport, Ironman-Wettkämpfe. Das war mein erster Ironman und der erste Blick war dann nach der Ziellinie auch nach oben. Mit dem Vertrauen, dass sein Opa auch heute Abend über ihn wacht, betritt Johannes unsere Arena. Ich bin zielstrebig, ich habe den eisernen Willen und deshalb gewinne ich Superhero Germany. Johannes Bremer. Kraft und Ausdauer sind absolute Extraklasse. Ganz klar einer der Top-Favoriten bei Superhero Germany. Sein würdiger Gegner jagt am liebsten mit Highspeed durch den Eiskanal. Wenn man einfach zu dick ist zum normalen Sprinten, wird man Bobfahrer. Philipp, Mr. Cool Runnings, 30 Jahre alt, sein Beruf? Profi-Bobfahrer. Ich habe schon immer auf relativ hohem Amateurniveau Leichtathletik betrieben, war aber immer 10 Kilo zu schwer. Und da meinte der Arzt, Mensch, hast du schon mal überlegt, Bob zu fahren? Habe ich mir angeguckt, sah interessant aus und so bin ich Bobfahrer geworden. Bin immer der, der als Letztes einsteigt, weil die coolen Jungs sitzen halt immer hinten im Bus. Eine meiner Lieblingskraftübungen und ohne die es auch nicht geht, sind die Kniebeuge. Weil der Bobfahrer lebt nun mal von seiner Beinkraft. Jungs! Zieht euch warm an, denn hier macht Mr. Cool Runnings das Rennen. Philipp Nikolic, der Mann mit dem besten Kraftwert im Feld. Jetzt treffen zwei Urgewalten aufeinander. Zwei wahnsinnig fitte Typen, aber nur einen davon sehen wir wieder in Level 2. Auf Männer, viel Spaß, viel Glück! Tja, Elmar, kann ein Profi-Bobfahrer mit dem Hammer umgehen? Oder liegt am Ende doch der Bodybuilding-Meister aus Ostdeutschland im Jahr 2017 vorne? Kraft genug haben sie beide. Dieser Wert von Mitte 90 ist exzellent, aber wir haben das ja zuletzt jetzt auch immer wieder gesehen. Es ist auch eine Frage der Technik, der Treffgenauigkeit auf den Baumstämmen. Mal sehen, wie die beiden das hier hinbekommen. So, also los geht's, den Hammer wieder rauszuziehen. Und da hat direkt Philipp erste Probleme. Johannes erstmal vor der Arbeit. Das ist stark, was Philipp haut das Ding mit ein, zwei Schlägen durch. Und deshalb führt er jetzt auch klar und deutlich. Das ist schon der dritte Baumstamm. Das ist ja unfassbar. Das Ding ist durch. Das ist Holz, du musst das Holzding wegschieben. Du musst den wegschieben. Das muss weg. Oh. Junge, Junge, Junge. Da kloppt er drauf und drunter ist oder so der Holzblock. Wahnsinn. Aber Philipp Nikolic ist ein Level weiter.